Scheiße, wo war denn so mal das blöden Safe Games drin? App da hat der Local, glaube ich, ne? Ah ja, ich hab's gefunden. Okay, Saved Games. Backup. Meiner hat sich U1 oder saved? 21:06 ist es jetzt. Ja. War ich da schon unten? Moment mal. Ja, unten warst du auf jeden Fall. Ich werde das jetzt mal. Ja? Da war ich wahrscheinlich gerade am Umsetzen. Oh Mann. Okay, Server läuft wieder. Ja. Also bei mir schaut noch alles normal aus. Nichts explodiert. Jetzt ist nur die Frage, wie es bei Yoshi aussieht. Und immer so mal extended wieder rein in Check. Am Hang uneingebremst. So, Map, wo bin ich? Oh, bei Yoshi schaut es eigentlich auch normal aus. Failed to connect to host. Brauche ich einen neuen Link zufällig? Ah, Extended geht noch nicht. Achso. Da kriegt sie das neue noch. Ist ja echt das ist neues. Haben wir einen guten Zeitpunkt erwischt. So, ich mache euch gerade mal die Extended Links. Private. Wo ist denn der West Channel von uns? Ach, da. Bitteschön. Suchen. Ah, diese Grafik. So, also mal bei mir nochmal sprinten und machen. Ah, endlich wieder schnell unterwegs. Okay. Ah, du bist ja eh schon da. No. Was kann man in die Schneeflocke hoch? Kann schon, geht nichts mehr. Ah, Gott sei Dank gibt es das Autosave. Das hätte uns sonst echt gerade ein bisschen gefickt. Bisschen? Ja, bravura. Vielleicht hätten wir ja Dings wieder. Vielleicht hätten wir ja nochmal an derselben Stelle Wagen aufgleisen können. Diesmal wärst du aber mitgefahren, da hätte ich sie gezeigt. Aber ich hoffe, sie machen das mal wirklich nativ im Spiel, dass man hier ein Autosave hat. Weil gerade bei der ersten Staffel, das ist mal, war wenn du da, wo ich da stundenlang gebaut habe und dann, hup, Crash, alles weg. Ey, fast synchron. Das schaffe ich nicht synchron. Mal ganz kurz schauen. Naja, da hinten ist gar nichts mehr vom Schaltholz. Nee, Schaltholz geht weg wie warme Semmel. Ja, ich hab's gemerkt. Aber dasselbe hast du an der Kohlemine auch mit Holz. Das geht weg wie sonst was. Die Schienen nicht so. Die Schienen brauchen. So, komm, lass mich rein. Geht doch. Warte! Was, bist du noch nicht fertig? Nein! Bleib so stehen, da muss noch ein Schienenstück drauf. Ich weiß nicht, wie du so schnell fertig sein konntest. Ja, ein Auto klickt an oder was? Nee. Fertig. Sehr gut. Autoklicker bringt hier auch was. Wenn du an den Krähen stehst, vielleicht. Ja, sie sind nicht schneller. Nee, aber du kannst aufhören zu klicken. Stopp! Hm. Stimmt. Du stellst dich bloß noch hin und lässt das dann vom PC machen. Bravura, wir haben nur noch 13 Schienen. Ja, Yoshi muss da mit Scheitholz rein. Achso.
Da ist er ja schon. So, Weg ist frei für dich. Ah, du hast bei dir was drin, alles klar. So, dann immer schön sachte. Ganz vorsichtig, als würde, Yuji, ganz vorsichtig, als würdest du den Wagen küssen, als würdest du deine Freundin küssen. Ganz sachte. Ich glaube, das war bei Madagaskar 2, wo die mit dem Flugzeug gelandet sind in Afrika. Irgendwo kam mir der Satz jetzt bekannt vor. Also richtig smooth. Kannst du es noch ganz klar wenig nach hinten drücken? Klar. Ja, so ist gut. Weil dann ist die Weiche hier frei, dann komme ich wieder rein. Bist du abkuppelt? Ja, ich muss anfeuern, die hat nicht mehr so viel Dampf. So, Bravura, wenn du mir noch zwei hier drin lässt, kann ich meinen Wagen wenigstens voll machen. Ja, wie ist denn der Stand jetzt? Also, ja. Drei. Eine noch. Ja, müssen wir auf Yoshi warten. Ich? Ja, du musst den Scheitholz da hinten hinbringen. Ja, ja. Sonst ist hier nichts mehr mit Produktion. Ja, so. Jetzt haben wir keine Schiene mehr. Lauft's? Ich habe einen Tender verloren. Wenn du hier irgendwo mitten auf der Strecke einen Stift hast und du ziehst den versehentlich, dann könnte das gut sein, dass du was verlierst. Ich habe aber keinen Stift gezogen, das ist es ja. Warte mal kurz, Bravura. So, kannst zurück. Was? Ach so, ja, Moment. Ist dran. Danke. Bitte. So. Ist dran. Mal kurz testen. Stück zurück. Ja, ja, Moment. Noch Stück. Das Gefühl, da ist irgendwo eine Bremse entzogen. Warte. Ich habe eine Vermutung, wo die sein könnte. Hier. Oder das Ding ist einfach verflucht schwer. Noch okay. Ein Stück. Was? Hier noch ein Stück. Ach so. Ja. Ich habe gedacht, das, was hier ist, das ist noch der vorhergehende Wagen. Ich glaube, ich habe ganz hinten doch die Bremse angezogen gehabt, ne? Ja, sonst schau mal ganz kurz. Ich lauf doch schon. Yoshi, wenn du das Scheitholz dann machst, solltest du mit der Lok zuerst reinfahren in das Kopfgleis. Was willst du meinen? Du musst die Waren in das Abstellgleis zum Entladen schieben. Möchte Bravura dir sagen. Nee, reinziehen. Nein, ich meinte zum Abladen reinschieben. Ja, das dann schon. Aber um das da hinten sauber reinzufahren, muss die Lok quasi auf der anderen Seite sein. Ach so. Also genau das Gegenteil von dem, was du da jetzt vorhast. Aha. Also voraus. Aller Schollis. Ganz schön schnell hier. Es gibt keine Regel, dass hier 25 ist. Und eine Geschwindigkeitsanzeige hat auch keine Lok dran. Eben. Zur Fahr nach eigenem Ermessen.
Ja, dann nach eigenen Ermessen hier wieder ranfahren, bitte. Okay, 100%. Beziehungsweise muss der Stift vorne rauf. Also, jetzt. Oh, geht noch. Geht noch. Geht noch. Anhalten. Er muss doch mehr schieben. So, jetzt bist du dran. Södele. Und einmal dort rein. Ich hoffe, das war nicht Bravuras Lieblingsbaum. Hä? Wieso? Was hast du gemacht? Ich habe einen Baum gefällt. Das war mein Lieblingsbaum. Du weißt ja noch nicht mal, wo. Wo? Der stand beim Roheisen. Der stand genau in dem einen Roheisen drin. Und das sah so... Das der hat stand Konsequenzen. Das geht nicht. Der stand genau hier, wo ich jetzt stehe. Der musste weg. Das sah nicht gut aus. Konsequenzen. Das gibt einen Monatbann. Ich darf mich einen Monat nicht mehr auf dem Discord blicken lassen, ich merk's. Dann wird der Bann irgendwie vergessen oder nach hinten verschoben. Ach, so schlimm bin ich doch gar nicht. Was war Schiergeschwindigkeit? Was ist das? Eine neue Erfindung. Hätte sich Bravura ausgedacht. Ja, schade, dass sie das mit dem Scheitholz hier hinten so dämlich gemacht haben, dass man da nicht komplett durchfahren kann. Kannst du doch. Noch ist dein Eisenhügel noch nicht so hoch. Ja, der müsste eigentlich woanders sein. Und beziehungsweise die Plattform als bündig zu der da. Oder halt ganz woanders, aber das ist echt dämlich. Aber ich find's eigentlich so gut, so musst du ja rangieren. So bist du ja quasi gezwungen. Denk doch mal einer an die Leute, die nicht gerne rangieren. Ich kenne da welche. Ich auch. Soll ich Namen dazu? Soll ich Namen nennen? Nein. Okay. Bravura glitscht da irgendwie so unter die Map beim Laufen. Was? It's magic. Yoshi, wo bist denn? Ich komme ja. Erscheine. Immer so super langsamer hier. Okay, du wolltest es. Ah. Ich sag nur, da hinten hört's Gleis auf. Ja, wenn's kracht, noch einen Meter. So, ich hab meinen inneren Dämon befriedigt. Inwiefern? Der Prellbock steht jetzt auf einer Fläche. So eine schöne Farbe. Aha. Und was? Klingt wie die Glocke bei unserem Rathaus. Glocke? So schön hell. Ich hab gar keine Glocke. Ich hab auch keine Ahnung. Wo hast du die Glocke? Ist es vielleicht der Rathaus, was gerade abwimmelt? Nein, dafür ist es zu weit weg, das höre ich von hier nicht. Aber Yoshi, seine Glocke läutete gerade bei mir, wo der hier vorbeigefahren ist. Okay. Deswegen bin ich gerade so irritiert, dass ihr das nicht gehört habt. Jetzt komme ich mir vor, als hätte ich einen geistigen Schaden, ey. So, Yoshi, kannst du eigentlich anhalten. Und dann gerade wieder reindrücken. Noch ein bisschen imaginären Sand dazu, dann passt das. Der weder verbraucht noch was bringt, ne? Ja. Ja, leider. Aber hey, ich glaube, es gab eine Animation, dass der jetzt wenigstens so unten rausrieseln tat. Mhm. Langsamer. Langsamer. Warte mal, ich musste ja mal Bravura beitreten, bevor ich hier was anfasse. Ich dachte, das hast du schon gemacht. Schon noch ein bisschen weiter reinfahren.
Jetzt habe ich das gemacht. Nee, andere Richtung. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Langsamer. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Bis zum Prellbock. Mit 4 Wagen kann man hier entladen. Weiter. Halbe Wagenlänge. Ja, das reicht jetzt. Stopp. Stopp. Ich bremse ja schon. Okay. Cool. Jetzt wieder komplett raus. Jetzt müssen wir die 4 Wagen woanders hinstellen. Damit die anderen 4 da hier reinfahren können. Die 4 Wagen auf das Gleis schieben, wo Yoshi herkam? Ja, ja. Und dann kann man sie gerade da wieder komplett rausdrücken. Hey, das produziert doch jetzt. Ich kann wieder Schienen laden. Stimmt, ja genau. Ja, dann helfe ich da mal Yoshi währenddessen. Mach das. So, ist gut. Oh, kannst du wieder retten. Schienen. Wie viel Roheisen hast du eigentlich? 46. Ja, das habe ich ja noch gar nicht weggebracht. Kannst du ja auch noch gar nicht. Welche Produktion nimmt das denn? Ja gut, ich könnte es ja bei diesem Frachtdepot hinbringen. Theoretisch. Hast du das denn angeschlossen? Nein, noch nicht. So, ist gut. Gut. Ja, Bravura, wenn du es nicht angeschlossen hast, dann kannst du es auch nicht dahin bringen. Da ist was dran, ne? Ja. So, kannst du wieder Rettung fahren. Weizen. Eigentlich wäre es mal witzig, die Bergstrecke mit den Wagen einfach ohne Lok runterzufahren. Das ist einfach nur ein bisschen bremst. Jeder nimmt sich einen Waker. Mit Stoppuhr. Wird gestoppt, wer zuerst unten ist oder was? Ob sie überhaupt nach unten schaffen. Joshi, kannst du wieder zu mir? Ich glaube, wenn du zu schnell bist und ziehst die Bremse voll an, rast der einfach weiter. Wie viele Wagen sind das jetzt? 1, 2, 3. Oh, das könnte man eigentlich wirklich später machen. Das ist so eine Art Seifenkistenrennen nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mal 9 sind 81. Was rechnest du denn jetzt? 81 Tonnen Zusatzgewicht haben wir jetzt hier draufgeladen, Bravura. Ja, das ist gleich witzig dann bei der Bergfahrt. Beziehungsweise ist die Frage, ob man von der Schmelzhütte hier überhaupt draufkommt. Ich würde ja sagen, Scheitholz ist dann schon wieder weg. Ich würde ja sagen, ich gebe dir die 2000, die ich hier habe, aber kann ich nicht. Aber das wäre ja dann Cheating, wie im Landwirtschaftssimulator. Und stopp. Du eröffnest im Multiplayer eine neue Farm, gibst dir das Geld von der Farm und machst die wieder zu. Tja, der gleiche Spiel wie vorher. Du glaubst gar nicht, wie oft wir das gemacht haben im 2019er. Wir haben das lukrative Bank genannt. Man muss doch schon arbeiten für sein Geld. Ja. Auch wenn der Traktor eine halbe Million kostet. Das ist eine Qualitätsware, nicht des China-Zeugs. Das heißt Qualitätsware. Am Ende konnte der auch nicht viel mehr als der Traktor, der 100.000 gekostet hat. Hatte halt nur 600 PS mehr. Ja eben. Haben oder nicht haben? Genau, Bravura. Und du hast die Lok ausgehen lassen. Bin hier beschäftigt. Mit Wagenmeister hier.
bin voll. Drei Wagenlängen. 12. Eine halbe. So. 2, 1. Kontakt. Ich fahr mal vor auf dein. Oh, das war knapp. Rangiergleis, Bravura. Alles klar. Joshi, du kannst wieder komplett retour. Also hinten zu dem Dreierbereich. Okay. Also, Nero, du bist doch sicher, dass wir da zur Mine hochkommen mit der Lok? Ich bin optimistisch. Natürlich bin ich mir sicher. Weil der Joshi wäre jetzt halt gerade noch da. Der könnte uns anschubsen. Du musst dann vor der Weichen kurz anhalten, weil ansonsten knallst du den Joshi rein. Rechts vor links. Zieh schon die Bremse. Holy shit, ist der schnell unterwegs. Ich manövriere. Können wir mit Joshi zusammen hochfahren? Ich habe jetzt doch irgendwie Schiss. Beziehungsweise den ersten Test, wenn wir jetzt hier machen, wenn wir von der Schwelle zu dir hochfahren, wenn das schon nicht geht, dann braucht man Joshi. Okay, Nero, du kannst dann auch hier unten reinfahren. Bin schon auf dem Weg. Stimmt, du musst ja dann hinten umsetzen. Ich glaube, ich bin hinten schon ein bisschen zu weit in die Weiche rein. Nee, es passt gut. Okay. Rangierprofi. Hallo, Bravura. Du hast doch gerade jemanden überfahren. Skaga. Ach, das war's gar nicht du? Nee. Ich dachte, du warst das. Ich würde jetzt so lachen, wenn du nicht bremsen kannst und dann über die Drehscheibe drüber jagst. Ey, rückwärts war das Cheaten. Das mache ich heute die ganze Zeit. Ich darf alle Mittel nutzen, um anzuhalten. Du musst aber doch weiterfahren, weil du blockierst die Weiche hinten. Immer noch. Ja. Weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Jetzt ist, glaube ich, gut. So, ist abgekuppelt. Okay. Hast du die Wagen denn auch angebremst? Ja, jetzt. So, wer fährt zuerst auf die Drehscheibe? Ja, du, weil du bist ja schon da vorne. Na, hätte ja sein können, du möchtest. Nee, mach. Okay. So, und einmal schön drehen. Hast du gerade dabei die Weiche gestellt? Ja, schon irgendwie. Boah, das würde ich meinem Lokorama wünschen, dass das von alleine geht. Das drin. Nee, ich bin schon der Meinung, körperliche Arbeit ist da Pflicht. Ja, wenn du es ein paar Mal machst, dann hast du noch echt keine Kraft mehr. Das war dann dein Workout. Ich glaube, zu der müssen wir hin. Oh, ein bisschen noch.
Noch ein Stück, noch ein Stück. Passt. Sehr gut. Habe ich schon ein, zwei Mal geübt. Ich habe das ordentliche Abfahren geübt. Und da rast er wieder. Emma, diese Raser hier. Warum Blitzer? Bitte nicht. Ja, ja was denn? Die Loks, die Loks haben keinen Tau. Ich gehe aber davon aus, dass die laut Extended fahren können, dass das Meilen pro Stunde sind. Ich kann mit schon hinkommen. Wobei, ich glaube, in der Realität können die alle ein bisschen schneller fahren. Ah. Im Realen bringt auch ein Schneepflug was. Im Real hätten wir alle noch einen zweiten Mann auf der Lok sitzen, der Holz reinschaufelt. Nee, ist ja kein Platz. Natürlich, was glaubst du, wofür die andere Hälfte vom Führerstand ist? Für mich. Wobei, ich würde mich freuen, wenn sie mal den Spieleravatar ein bisschen kleiner machen, damit man den Führerstand auch wirklich gescheit nutzen kann. So, Nero, abfahrbereit. Die Weichen denn gestellt? Ah, nein. Guter Punkt, das sollte man vielleicht noch machen. Geht das über Extended jetzt nicht? Könnte ich, aber da müsste ich jetzt raustappen. Also. Ja, das geht über Extended und ich mache das die ganze Zeit über Extended. Haben wir denn alle Bremsen gelöst? Haben wir. Sand wird angemacht. Und Abfahrt. Das wird jetzt spannend. Ich hätte ja gesagt, ich schiebe rückwärts hoch. Er macht eh keinen Unterschied. Ich glaube, davon ist Bravura nicht so begeistert. Was meint denn der Chat? Schaffen wir es zur Mine rauf oder nicht? Mit viel Glauben geht alles. Ja, bis jetzt geht's ja schon mal ganz gut. Aber da ist auch noch nicht steil hier. Ja, ich wette mit dir, bis hoch zur Brücke kommen wir. Und alles, was nach der Brücke kommt, ist einfach nur noch qualvoll. Ja, da sollte es vielleicht nicht zu langsam werden. Was heißt nicht zu langsam werden? Ich habe alles auf 100, außer die Bremse, die ist auf 0. Ja, will ich mal hoffen. Will ich mal hoffen. Ich höre doch jetzt schon am Geräusch, dass wir langsamer werden. Soll ich schon mal kommen? Noch nicht. Ja, es wird aber schon kritisch. Schaffen wir, Bravura. Hab Vertrauen. Ich bin realistisch. Wenn nicht, müssen wir eine zweite Klasse 48 davor hängen. Weißt du, eine vorne, eine hinten. Langsam. Und wir stehen auch gleich. Ja, Yoshi, mach dich schon mal bereit. Komm schon! Wenn es jetzt bei der Steigung schon so schlimm ist, dann ist die Frage, ob wir sogar mit Yoshi überhaupt zur Mine raufkommen werden. Wir stehen! Yoshi, wir bräuchten doch mal Ihre Hilfe. Komm schon! Ich bin voll angebremst und fahre trotzdem vor. Also hab die Räder vorwärts drehend. Ich hab mal die letzten zwei Wagen eingebremst. Ich möchte betonen, dass wir das vielleicht doch nicht mehr alleine machen. Wir kriegen ja Hilfe. Wir schauen. Bist du hier denn schon mal beladen hochgefahren? So schwer noch nicht, ne? Okay. Also 81 Tonnen Zusatzgewicht ist zu viel. Also Yoshi, du kannst dann direkt ranfahren. Die Kupplung ist vorbereitet.
ist er ja. Retter in der Not. Ah, jetzt ist der Wagen auch da. Okay. Hä? Hast du vorher nicht gesehen? Ja. Nee, du bist bei mir in der Luft geschwebt. Bravura, das habe ich aber auch. Ich bin mit der F-Steuerung drinne und wenn ich nach hinten gucke, die letzten 1,5 Wagen haben keine Fracht bei mir. Ich sehe zwar die Wagen, aber ich sehe keine Fracht drauf. So, bist dran. Und von Yoshi sehe ich bloß den Schienenräumer. Ah, da ist die Lok. Warte mal, ich tu mal ganz kurz speichern. Nur für alle Fälle. Bravura, ich rutsche. Ja, das bin ich. Ich habe gerade die Bremsen gelöst. Ach so. Also jetzt müsstet ihr euch zwei jetzt koordinieren. Ich würde sagen, wir geben einfach Gas. Also ich mach jetzt die Bremse raus, Yoshi. So. Das wird jetzt gleich spaßig. Also was? Du machst die Bremse raus? Also ich habe die Bremse raus und ich habe alles auf 100% gedreht. Gut, ich mache die Bremse jetzt auch raus. Und 100% ist ebenfalls drin. Oh oh. Ja, wir machen gleich bringen die Waren raus. Ja, aber guck mal, wir haben es ja fast bis hoch auf die Kuppe geschafft. Fehlt ja bloß noch eine Loklänge. Aber das war doch nicht mal der schlimmste Abschnitt. Sind die zwei Bremsen auch gelöst an dem Wagen? Ja. Oh. Ich mach nochmal Double-Check. Ja. Ja, laut Extended sind die raus. Schau mal das jetzt mal hier an. Also ich bin jetzt oben auf der Kuppe drauf mit der Lok. Ja, jetzt brauchst du ein bisschen Momentum. Und das geht wieder bergauf bei mir. Aber halt auch nicht zu schnell, ne? Yoshi? Ich geh mal vor. Ich bin auf 0. Ich bin bei 50. Ja, okay, jetzt muss ich wieder anziehen. Ich sehe da schon, wie es hochgeht. Ja. Ja, 100%. Hab ich auch drin. Bravura, wir brauchen für dich eine echt starke Lok für hier, weißt du das? Ja. Also ich habe 100% drinne. Dito. Ich höre, wie es langsamer wird. Mehr Schmackes! Was denn? Haben wir noch eine Lok? Ja, aber Betsy. Das zählt nicht. Wir haben das Denkmal. Bravura. Wir bewegen uns noch. Wir schaffen noch. Das. Bisschen Sand. Ja, der ist an. Wir stehen. Und also stehen. Also ich stehe. Ja, gut, dann müssen wir ein bisschen abkuppeln und das in Parts machen. Also wieder runterfahren erstmal. Nein. Bleib mal hier. Warte mal, 3, 4, 5. Probieren wir es mal ab hier. So, näher du versuchst mal wegzufahren. Nein. Okay. Ist zu schwer, ich lass Räder auf der Stelle drehen. Also ich habe die Bremse bei der Lok raus. Probier's jetzt? Nein. Holy shit. Mach's halt mit 4 Wagen. Jetzt? Wir bewegen uns. Kommt doch so. Der Kapuf ist zu schwer, der muss weg. Nein. Die bewegt sich nichts. Oh. Die kommt. Können wir noch einen Wagen abhängen? Ja, fahr mal wieder retour. Alter, nur 3 Wagen. Ich darf nicht vom Gas und von der Bremse runtergehen. Ich bin sofort. Das darf ich aber auch nicht. Ich bin gerade nur leicht vom Gas runtergegangen. So, fahr mal weg. Naja, genau genommen sind es ja 4. Der Kapuf ist auch Rollmaterial.
Warte mal, ich muss mal die Weichen für dich anpassen. Du fährst dann hier nach oben erstmal. Also Bravura, Geld verdienen. Und danach ausgeben. Warte mal, 3400. Was kann man damit kaufen? Ich glaube noch eine Class 48. Was kostet es? 2000? Nein! Was hat denn die Moskau? Oder Moskau? Was hat denn die für eine Leistung? Oh, wir können eine Blendblut kaufen. Oh nein. Oder wir kaufen die Shay, aber die hat nur 5800 an Leistung. Und fährt nur 7. Vergiss das nicht. Das ist die langsamste Lok im ganzen Game. Momentan. Ja, ich glaube, ich kaufe die Glenbrook. Was ist das jetzt? Die Nummer 3? Ist schon. 4. Nummer 3 hat Yoshi. Nummer 4. Das ist prima. Wir sind oben. Fahr mal bis ans Ende vom Abstellgleis. Auf in deinem Umfahrungskreis. Okay, ich habe eine Lok gekauft. Ich mach die mal bereit und komm dann mit der zu euch. Mhm. Ich versuche vielleicht mit Schwung hochzugehen. Ja, warte, Yoshi. Ich da kommst du gerade wieder alles runter? Ja, ich bremse gerade alles an. Ich gehe gerade auf die Brücke, die ist gerade. Ja. Obwohl. Einigermaßen gerade. Never mind. Die Bremse ist auf 100, ich werde nicht langsamer. Bravura? Ja? Doch. Was schäftet die Glenbrook an Geschwindigkeit? Gute Frage. Wenn du über 22 kommst, springt dir nämlich die Hänger und die Tender aus der Schiene raus. Das klingt spaßig. Weil das Rollmaterial schäft laut Extended nur 22. Das ist übrigens das größte Problem beim Entgleisen momentan. Warum komme ich in die Lok nicht rein? Oh, Yoshi, Spiel! Hallo. Ah, jetzt. Bei wie vielen Wagen konntest du gerade bewegen, Nero? Den Kabuff und 3 volle. Ah. Okay. Ja, dann würde ich sagen, du nimmst wieder 3, dann habe ich noch 3 und dann easy. Okay. Also wir lassen es zusammengehangen und wir fahren zusammen hier hoch. Oh, Nero, du hast eine Lok bekommen. Was? Ja. Ah, oh, Mann. Jetzt werden deine Zuschauer und deine Mitspieler verewigt, oder was? Ja, warum auch nicht? Och, schlecht finde ich es nicht. Ach, die hat einen Kompressor. Ja. Ja, ich brauche mal einen Moment. Alles gut. Hättest du Betsy am Frachtdepot gehabt, hättest du die zusammenschieben können mit dem Tender schon. Das habe ich immer gemacht. Ich habe Betsy am Frachtdepot stehen gelassen und wenn ich so eine Lok gekauft habe, habe ich die dann rückwärts rangeschoben, dass der Tender zumindest dran hält. Betsy, der Museumswagen. Bremsen! Anker! Alles! Bei mir sind die Waren jetzt erst aufgeploppt. Ja. 50 Meter vorher. Ach, wenn's ja, das ist wirklich ein Besonderungseffekt. Ganz minimal. Kommen Sie. Wieso rollt meine Lok davon? Das ist nicht so gut. The fuck? Häng an. Vielen lieben Dank für den Sub. Mom, ich muss. Jetzt ist meine Lok wieder da. Okay, das war ein D-Sync. Yeah, ich krieg langsam Druck. Oh, scheiße. Ich sollte vielleicht den Tender noch anhängen.
Also ich glaube, 4 volle Waren würde ich auch schaffen. Jetzt anhängt. Ach man. Sollten wir vielleicht einbremsen. Yoshi, wo bleibst du? Komme ja. So, geht's jetzt? Ja, geht doch. Weichen in Steigungen reinbauen, das wäre was. Oh ja. Könntest du sagen, naja, ich baue hier mit einem 0,5% hoch und leg da meine Weiche rein. Dann muss ich halt, bevor ich den Berg hochfahre, das Ding stellen. Stichwort Weichen, mal schauen, ob für mich der Weg passt. Ich mach dir den gleich passen. Also zumindest hier unten, wo wir jetzt sind. Ah, ich glaube, das passt erstmal mit der Weichen. So, mach den Geschmack jetzt. Wagen, probierst du es? 3. Was hat denn die Moskau für eine Zugkraft? Moment. Bota. Und das Summa, Eureka, Klemmbrook, Climax. Moskau hat 8600. Okay. Also Yoshi, für dich 2 Wagen. Top. Danke für den Hinweis. ich noch mal Anlauf. Ne? Aber ich muss jetzt hier oben erstmal rangieren, weil ich komme sonst zu dir nicht runter. Bisschen Anlauf, geht schon. Nee, ich habe auf dem einen Gleis hab ich den Kabuff und die 3 Wagen. Holy shit, so schnell fahren sieht nicht gesund aus. Auf dem anderen Gleis steht halt Dings. Die anderen 3. Jetzt muss ich halt erstmal vorziehen, das Zeug. Ich sag schon mal voraus, ich werde vermutlich irgendwo entgleisen. Ich hole schon mal die Strichliste. Ich hab mir das bei einigen Leuten auf dem Discord angewöhnt, wenn wir Railroads Online spielen, immer auf eine Strichliste anzustreichen, wie oft die entgleist sind. Bremsen. Schön, dass man hier mal ein bisschen Gas geben kann. So fährst du zurück? Jetzt muss nur noch das Zittern weg. Er spielt den an der Lockpool. Ach ja, Gigantus. Moin Koshi! Du warst schon dort. Okay. Also ich bin jetzt dann gleich mal da. Ja. Hälfte ist schon geschafft. Na, perfekt. Also gehst du jetzt Yoshi abschleppen? Nein, ich bin oben. Wie, du bist oben? Ich hab Anlauf geholt.
gemein. Jetzt kommt er hier hoch. Vor uns nicht. Was hältst du von dem Minecraft-Let's Play? Nein, das fange ich erst gar nicht an. Warum nicht? Weil ich dann nur noch Minecraft spiele. Was wäre daran so schlimm? Dass ich noch andere Sachen spielen will. Ein paar tausend Folgen, vielleicht sogar ein paar Millionen. Nee. Da steht ja was. Was soll ich denn jetzt ran? Nicht zu mir fahren. Nee, ich fahr mal rückwärts. Nee, warte, dann nimm ich mit. Was? Warum? Ach, willst jetzt alle Loks vorne haben? Nee, ja, wäre schon sinnvoll, oder? Also zumindest eine sollte hinten bleiben, falls sich der Zug selbstständig macht. Na, fahr du vor. Nein, ich bleib jetzt hinten. Ah, Yoshi! Ja, dann koppel ich da hinten mal an. Ja, musst aber den Ring rausmachen, da ist der Ring drin. Ich müsste kurz weg. 10 Minuten. Ja, mach das. Mann, jetzt kann ich nicht mehr schnell laufen. Wieso das denn? Ja, weil ich über das Spiel selber Spawn Top und jetzt geht's nicht mehr. Ach so. Nur wenn ich an irgendeiner Lok vorbeifahre, klingelt die Glocke zweimal. Soll das so sein? Es ist halt Great Wars Online. Ganz normal. Also ich meine, ich finde das jetzt nicht schlimm, wenn ich auf einem unübersichtlichen Platz bin. Ich weiß dann, wo die Loks sind. Hast du die Wagen nicht angebremst? Doch, den Kabuff ganz hinten, der ist angebremst gewesen. Ah ja. Ja. Wieso? Weil ich die mit 13% einfach wegschieben konnte. Okay, Lok hinten ist dran. Ja, und jetzt die Nummer 2 dann hier rein. Kannst, Yoshi. Was macht's hier? Ach so. Sag das doch hier hinten rein. Sie brauchen die dritte Lok schon auch. Ach so. Ja, wenn wir da vorne schon nicht hochkommen sind, wie soll man dann die andere Bergstrecke hochkommen? Also wenn da jetzt mit. Aber das passt jetzt schon. War du mit der 2er rein und dann Yoshi geht dann in die führende Lok. Ich map mich mal kurz für 10 Minuten ab. Ja, passt. Also Kupplung ist vorbereitet. Ich mag das einfach nur nicht, wenn ich vorne an so einem Schneeräumer hänge. Wir haben in Railroads Online gelernt mittlerweile, dass die Schneeräumer dazu führen, dass Loks entgleisen können. Ja, das braucht ja auch keiner. So, kannst du retour. Ich weiß gar nicht, was ist denn bei den Waren dran? Ist schon vorbereitet. Achso, okay. Alle sind sich einig. Manchmal. Wir sind wie verschiedene Firmen, arbeiten an einem Seil. So, weiter. So, bist dran. So, fehlt dir nur noch ein Yoshi Sedelok. Bereite ich mal mein Hinterteil vor. Nein, so. Ich kann sie nicht übernehmen, weil der Yoshi sie Gott da drin hat. Das ist wirklich. Warte.
Geht das? Ja, ich glaube, du kannst jetzt nicht... du kannst sie steuern, okay. Vermutlich direkt über den Hebel, oder? Natürlich. Komm her. Irgendwie. Bremsen sind lose. Feuer ist an. Oh, Yoshi ist draußen. Jetzt müsste es gehen. Nee, ich kann mich hier nicht reinstellen. Naja, jetzt bin ich drin. Ich konnte mich auch vorher schon nicht reinstellen. Na, ich stell Weichen. Stopp! Zurück! Langsamer. Eine Wagenlänge. Kupplung passt? Ja. Stopp! Houston Raumschiff angedockt. Ey, davon muss ich jetzt ein Foto machen. Screenshot! Eine... Ja, schaut, dass man jetzt die dritte nicht sieht hinten. Ich sehe, wenn ich mich hierhin sehe, ich sehe zwar von Yoshi seiner Lok den Tender, aber ich sehe von deiner Lok nur den Schornstein. Aber der Kabuff ist im Weg dafür. Oh, so. Ich denke mal, ich werde mal meine kurz die Bremsen lösen. Dann ist einfach das tote Lok hinten drin. Ja. Dann können wir erstmal düsen. Beziehungsweise, nee. Wenn du über Extended Synchron schaltest, sind aber alle synchron, ne? Ja, aber deine Lok steht jetzt falsch rum. Das Ding. Ja, ihr habt die auf der Drehscheibe gedreht. Ich wollte ja fragen, warum habt denn ihr die um 180 Grad gedreht? Ich hab's aber gelassen. Mach mal ich so. Ich hab mir gedacht, du bist meins. Tu mal bei der Zweier die Bremsen lösen, dann gehst du in die Nummer 3 und fahrst die Dreier und ich fahr von hinten. So, Bremsen gelöst, alle Regler auf 0. Na? Alle Regler auf 0, Bremse ist gelöst. Okay, hinten sind die Bremsen auch gelöst. Welcher Lok stehe ich denn jetzt drin? Nee, nicht die. Wo stehen die da? Oh, bei Yoshi in die Lok kann ich gar nicht einsteigen. Ach, das geht schon. So. Nero. Ja? Was würdest du davon halten, wenn wir mal kurz 5 Minuten oder 10 Minuten Pause machen? Finde ich okay. Okay. Sagt die Uhrzeit. Da halt ist ja dann Yoshi dann auch da. Ja, okay. Also, liebe Leute, wir machen mal eine ganz kurze Pause. 10 Minuten. Und dann sind wir wieder da. Also dranbleiben. Für euch gibt es den Pausescreen und ein bisschen Musik.